Hallo und herzlich willkommen zur Challenge auf dem Zweisternhof. Hallo. Ich wollte mal warten, wann der Erste irgendwas sagt. Mit dabei ist der Mikado Plays XD. Servus. Der Tiger Fan, den habt ihr gerade schon gehört, und der Leon. Hallo, herzlich willkommen bei unserem Shop, nicht? Ja. So, gut. Ich kenne Zugang zu diesem Land, das ist mein Hof. Die Aufgaben sind noch verteilt. Ist ja noch jeder am Arbeiten. Also das ist jetzt echt doof hier geregelt. Was denn? Ich bin 1 Zentimeter von meinem Hof, aber ich darf hier keine Ballen setzen. Jetzt. Was? Ja, 1 Zentimeter war ich vor meinem Hof. Ich darf da keine Ballen pressen. Ja, wenn sie außerhalb der Hofmarkierung sind. Dann müssen sie ja hoffen, dass sie mit dem Schwader da irgendwie rankommen und das Zeug wegkriegen. Ja, ich war ja, ich war da ja nicht. Achso. So, ich bin muss noch am Arbeiten. Gerade noch ein kleines Vorgewende fahren. LU, bitte das Vorgewende nochmal mitnehmen dann. Ja, mache ich. Ja. Dun. Gut. Ansonsten wünschen wir allen, die zuschauen, viel Spaß beim Projekt. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Heute auch mal wieder zu Beginn. Am besten alles wie immer. Ist ja wohl logisch. Ist ja wohl logisch. Ein bisschen mehr Motivation, Tiger Farm. Yay, Motivation. Genau, so will ich zusammen. Oder lass dir einfach eine Ausrede einfallen. Gut, wir gehen dann mal wieder. Ne, das LU geht nach oben. Ja. Weil wir haben. Ja. Dann später vielleicht. Hier die Channel-Hoheit. Ja. Ansonsten gut. Bis morgen eigentlich an. Bis dann. So. Gut. Wir waren letztes Mal, haben wir schon ein bisschen so über das neue Roleplay-Projekt, sage ich jetzt mal, gesprochen. Also da ist noch Ideensammlung. Hoffentlich fährt er auf die Seite, hoffentlich fährt er auf die Seite. Nein! Ja. Jo, also mein Lohnunternehmer ist hier irgendwie ein bisschen flott unterwegs, würde ich so sagen. Ja. Ja, der Helfer war aktiv, also ich war das nicht, der Tiger Farm gerade angefahren hat. So. Gut, wir müssen mal kurz gucken, wie unsere Tiere versorgt sind. Ist noch alles supi? Dann können wir uns weiteren Arbeiten widmen. Sollen wir denn vielleicht schon mal so ein paar Regeln für dieses Roleplay sagen? Was da unbedingt sein muss. Oder wollen wir das erst dann sagen, wenn es anfängt? Ich habe mir ernsthaft darüber noch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Ich schon. Das ist schon mal gut. Jetzt bin ich mal der, der die Pläne schmiedet. Ja, ist doch gut, ist doch gut. Also was ich würde gerne mal wissen, was Sie sich vorstellen. Was für Rollen brauchen wir? Also wir brauchen auf jeden Fall einen Bürgermeister, ja? Der muss immer überall rumfahren, muss gucken, dass die Höfe gut laufen, muss gucken, dass die Tiere gut versorgt sind. Und der muss sich halt um alles so kümmern und muss halt auch, wenn wir ein Feld kaufen wollen, müssen wir halt genau zu dem gehen. Ja, also der ist sozusagen der Chef von. Dann brauchen wir natürlich die Bauern. Die machen wie ganz normal einfach Landwirtschaft. Und dann würde ich sagen, ist noch den Förster. Ja. Der muss sich halt einfach um den Wald kümmern. Muss gucken, welcher Baum weg muss, welcher verfault ist oder so. Und ja, am besten noch eine Polizeistation. Falls irgendwie Betrug vorliegt, wenn irgendjemand Betrug macht, keine Ahnung, wie man das sagt, dann. Aber was wäre denn Ihrer Meinung nach Betrug? Wenn man zum Beispiel
ein Land von einem anderen abkaufen. Und dann sagt er, ich will 80.000. Dann gibt er das Feld dem schon mal ab, aber er bekommt nur 50.000. Dann ist das Betrug. Dann bekommt er eine Anzeige. Oder zum Beispiel, wenn irgendwie Silage oder sowas gebaut wird. Okay. Dann ist das auch Betrug. Dann wird er auch angezeigt. Kommt dann. Das mit dem Betrug kommt ich dann jetzt eine Geldstrafe von um die 10.000 bis 50.000, je nachdem, wie groß der Schaden oder der Betrug ist. Und wollen Sie mich verarschen? Wie wollen Sie denn 10.000 aufbringen oder 50.000? Na, durch die Landwirtschaft. Ja, träumen Sie mal weiter. Sind wir hier bei den Bonsen oder was los? Ja, nee, okay, ich höre Ihnen zu. Bin gespannt, was da noch alles kommt. So, naja, wie letzte Folge schon gesagt, wir dürfen nur Innenkamera fahren. Das ist aber schwer nachzuprüfen. Also bei mir, ja, okay, ist gut nachzuprüfen, weil ich halt das Let's Play. Was noch okay ist, ist, wenn man mal kurz rausgeht, aus Versehen. Weil bei mir ist es auch immer so ein Tick, ich gehe auch mal wieder raus. Einfach aus Reflex, keine Ahnung. Das ist noch okay. Aber man darf halt nicht so nach außen gucken. Und dann gucken, wie breit etwas ist oder wie das gerade hinten aussieht oder so. Dafür, wenn man das wirklich machen will, muss man aussteigen. Okay, ja, so Arbeitsbreite einschätzen. Verstehe schon, was du meinst. Das mit dem Switchen. Aber das wie kann ich das bei Ihnen kontrollieren? Also Switchen können Sie ja sowieso können. Aber das andere, also Innenkamera, ich würde sowas sowieso nicht machen, weil ich fahre hier sowieso schon die ganze Zeit in Innenkamera. Schon im Challenge-Projekt die ganze Zeit. Ja, also, das kann ja jeder behaupten. Naja, wenn sie bei mir in der Gut, aber vielleicht ist es ja auch so, dass sie bis dahin auch Let's Playen. Ja, das könnte natürlich auch sein. Dass ich das am Ende mal hinbekomme mit meinem Laptop. Dass sie das auch mal probieren wollen, ob das ihr Equipment zulässt. Da wird man dann mal zur gegebenen Stunde gucken. Na dann. Und, okay, von den Rollen gehe ich ziemlich stark mit. Was ich noch zusätzlich einwerfen würde, wäre auf jeden Fall ein Shopbesitzer. Ja, stimmt, ein Händler. Ein Händler, und zwar hat der nicht nur die Aufgabe, die Fahrzeuge zu kaufen, zu warten. Also man darf nicht selber warten, man muss es einen Händler machen lassen. Und es dauert nicht, wie hier bei Landwirtschaftssimulator, direkt einmal zack eingeben, konfigurieren, ist direkt schon konfiguriert, sondern man muss dann ein paar Stunden warten. Da gehe ich auch mit konform. Und zusätzlich würde ich sagen, er muss die Ware, weil das ist für den Händler viel Arbeit. Doch, ich finde, Neuware müsste auch an den Hof gebracht werden. Weil man bestellt die, man bezahlt. Genau, mit LKW und Transport. Genau, also mal ein richtig volles Programm. Das würde ich sagen. Und, wenn man es sagt. Natürlich ist die Karte ist noch nicht raus. Also da müssen wir uns noch überlegen. Na, die Karte, da müssen wir uns auch noch überlegen. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne reinschicken, wie Varuna immer schon sagt. Genau, einfach mal in die Kommentare schreiben. Na dann, hast du noch bestimmte Regeln, die wir da befolgen müssen? Natürlich Roleplay, das heißt, wir sagen nicht du, sie oder so. Doch, je nachdem, man könnte es sich auch, wenn man mit einem in einer guten Beziehung ist. Wenn man Freunde ist, dann darf man du sagen. Ja, dann könnte man ja zum Beispiel dann, also ich würde jetzt dem Herrn Mikado anbieten, Herr Mikado, wir kennen uns jetzt schon so lange, nennen Sie doch mich einfach Volker Varuna oder weiß was ich was. Also Volker oder weiß was ich wie irgendwie. Aber sowas funktioniert dann nach Absprache. Also zu Beginn sind wir alle per Sie
Uiuiui. Und ich hätte auch schon sowas für den Anfang, für die ersten Folgen so. Wird, also da hätte ich auch schon eine Idee, aber ich würde das jetzt nicht in der Folge sagen. Ich würde sagen, das bleibt geheim. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da gerade? Ich muss zum LU. Nein, LU muss runter. Nein, eigentlich muss das LU zu mir kommen. Fahre. Na gut. Was ist los bei dem? Klopf, klopf. Ja, bitte? Hallo. Es tut mir leid. Sie fahren da voll hier an meinen Ausleger. Der ist jetzt völlig verkorkst hier. Das wäre zum Beispiel Betrug. Der streut jetzt nicht mehr nach rechts. Der ist jetzt kaputt. Ja, es ist. Nee, das wäre Sachbeschädigung. Das war die Rache für. Vorhin. Für die letzte Folge. Hallo? Wollen Sie mich jetzt töten oder was los? Nein. Kettensäge plötzlich in der Hand? Nein. Also, ich würde mich lieber fernhalten von dem. Ich sitze ja wieder im Traktor, im Notfall fahre ich ihn um. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Na, alles gut. Sie sehen hier durch mit der Aufgabe, dann fangen Sie bitte mit der nächsten Aufgabe an. Hatte ich Ihnen die schon genannt? Nein. Okay. Holen Sie sich mal einen Ladewagen, bitte. Ladewagen? Ja, und dann in das gemietete Objekt, bitte. Alles Gras, was Sie finden. Ach, ja. Okay. Nein. Bis später. Nein. Wie lange noch? 6. Okay. So. So. Gut. Ich war hier nämlich eigentlich beschäftigt. Und das mit dem Manual Attacking? Attaching. Attaching, genau. Attaching. Das würde ich auch reinmachen. Das muss in Roleplay rein, auf jeden Fall. Also, da bin ich dir voll deiner Meinung. Ihrer Meinung. Genau. Ja, das wird recht heftig, finde ich. Nochmal Klopf, Klopf. Ja, bitte. Die Rechnung fürs Schwaden. Ja. 1100. Das wird auch immer teurer. Nein. Sie wissen doch, ich habe kein Geld. Das war nicht alles. Die Preise sind so, nun mal so festgeschrieben. Okay. Warten Sie. Ah, jetzt. Jupp, überweise ich Ihnen sofort. Okay. Wie viel? 1100. 1100. 1100. Okay. Ist da. Gut. Sehr nett von Ihnen. Danke. Zeigerfarm, klären Sie das bitte gerade noch mit Leon, wie viel das bei mir macht? Ja, das kläre ich. Oder okay. Warte, das kann ich Ihnen ja jetzt schon direkt sagen. Oder so. Wie lange hat er jetzt gearbeitet? Wissen Sie das jetzt zufällig? Ich habe das gar nicht richtig mit. Eine Stunde? Ja, ungefähr. Ich hätte es nicht sagen. Warte. Also ich muss sagen, der Traktor kommt nicht vom Fleck her. Mit 7 Tonnen ist er schon. Ne, mit 0,7 Tonnen ist er schon überladen. Ist aber nur im Multiplayer so. Echt? Im Multiplayer ist es weniger wichtig. Okay. Keine Ahnung warum. Sie sagen einfach 1,5 Stunden, das heißt. Können auch 2 machen, machen Sie 2. Okay, dann mache ich 2. Auch dann. Oh Mann. 1100. So ist recht, Gleichberechtigung. Ja. Hier bitte schön ein bisschen drin. Ja. Oh, das ist aber nett. Die haben wohl viel Geld auf der Tasche. Naja, noch nicht. Noch nicht. Ah, das können sie sich aber leisten. Ja. Immer doch. Ja. Okay. Wie lange noch? Was hat man gesagt? Eben waren es noch 3, okay. So.
Gut, Moment, das machen wir mal anders. Das machen wir so. Und ich würde bei dem Roleplay-Projekt würde ich auch wirklich alles anmachen. Also Kalk an, Flügen notwendig. Ah, ich weiß nicht, ob ich das anmachen würde. Na, Sie haben gerade gesagt, alles. Ja, okay, doch. Ja, das auch an. Nein, hä? Was ist los? Dann Pflanzensterben auch an. Fruchtzerstörung an. Pflanzensterben finde ich ein bisschen problematisch, weil... Wenn habe ich jetzt... nicht gerade eben gesagt, alles an? Ja, ja. Ich widerspreche nur, beziehungsweise werfe ein. Ja, Sie können ja auch vorschieben. Sie sind ja der erstmal auf. Nö, ich werfe nur was ein. Was ist, wenn wir die Nacht überspringen? Ah, wobei, nee, das ist eigentlich in Ordnung. Eigentlich so in Ordnung. Warum, sage ich jetzt nicht. Weil das ist eine mitentscheidende Sache hier, bei diesem Projekt. Aber so... warte, ich habe ihn jetzt gerade ganz gut. Nee, die Nacht überspringen, habe ich gerade gemeint, wäre vielleicht nicht so ganz angebracht. Aber es geht. Bei dem Roleplay oder bei hier dem? Beim Roleplay. Aber es geht. Man muss halt. Ja, bei dem Roleplay würde ich aber auch erst dann die Nacht überspringen, wenn wirklich die Arbeit getan ist. Also wenn nichts mehr zu tun ist. Oh, dann haben wir ja nie was. Nie eine Nacht. Naja, am Anfang, da hat man ja noch nicht viel. Klopf, klopf. Ja, bitte. Ich bräuchte eine Aufgabe, aber ich bin wieder frei. Ich hätte eine Aufgabe. Wenn Varuna eine Aufgabe hat, lasse ich ihn erstmal. Okay. Nee, bei mir, also ich nehme gern ein zweites LU, aber eigentlich arbeitet mein LU. Ach so, hast du einen? Ja, gut, dann nehme ich den gerne. Ja, also ich hätte auch noch einen Auftrag fürs LU. Moment, stopp. Ja, was denn jetzt? Hin und her hier, komm. LU, beherrschen Sie sich, sonst kriegen Sie gar keine Aufträge mehr. Können Sie gucken, wie Sie Geld verdienen. Okay. Oh, jetzt habe ich deine LU verscheucht. Na toll. Ja, aber Höflichkeit muss gegeben sein, nee. Hier, bekommst du den jetzt oder bekomme ich den jetzt? Nee, ist Ihr LU. Bei mir arbeitet der andere. Okay, dann. Ich komme gerade wieder. Ja, bis gleich. Hups. Hupsi. Das ging ein bisschen in die Hose. Naja. So, aber wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von uns, dann schaut einfach um 16 Uhr rein beim Provence-Projekt. Spielen wir Classic, das heißt mit alten Fahrzeugen. Alles ein bisschen gemächlicher. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schaut gerne mal beim Livestream morgen früh wieder um 6.30 Uhr rein, ja. Bis 8.30 Uhr. So, ja, gut. Schaut unbedingt mal rein. Ja. Ich habe mal hier gerade schon eingeparkt. So, gut, die Abrechnung bitte. Wir haben keine soweit. Okay. Ja, Mikado hatte ja auch schon bezahlt, soweit ich weiß. Ja, genau. Ich hatte jetzt noch nicht angefangen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ja, ich auch. Ich würde kurz noch hier eine Tätigkeit erledigen. Ich hoffe mal, Mikado sagt da nichts dagegen. Nee, gerade nicht. Okay, dann mache ich gerade das hier noch fertig. Wenn es nichts ist wie Wolle verkauft, also nein. Da habe ich nichts dagegen. Nein, Spaß, hätte auch so nicht. So. Und dann gucken wir hier nämlich mal rein. Das ist schon mal fein. Wir haben uns nämlich ein schickes Gerät gekauft. Wer sind wir? Haben Sie gekauft. Das LU? Ja. Was für eins? Das werden Sie dann sehen beim nächsten Einsatz. Okay.
Gut. Beim nächsten Einsatz, das hört sich so an, als wären sie in der Feuerwehr. Ja, das Arbeitsansätzen. Das hat auf jeden Fall was mit Gras zu tun. Aber nicht mehr verraten. Ich habe schon eine Ahnung. Das gefällt mir. Ich habe schon eine Ahnung, ich bin gespannt. LU gibt auf jeden Fall gut Geld aus. Irgendwann muss es ja sein. Es wird spannend. Wird und bleibt spannend. Gut, also immer bis doch. Morgen, 14 Uhr. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.